Ich begrüße euch zum Tagesorakel für den 21. August 2021. Ja, ihr Lieben, auch dieses beginnt wieder mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Krafttier-Orakel. Dann gibt es rechts und links jeweils einen Stapel zur Auswahl. Das heißt, ihr könnt beide für euch nehmen. Ihr könnt sie aber auch mit Personen oder Themen belegen. Das bleibt euch vorbehalten und ist ganz allein eure Entscheidung. Die verwendeten Kartendecks für dieses und für all meine sonstigen Orakel findet ihr immer hier unter meinem Link in der Infobox. Und auch dieses ist auch wie all meine sonstigen Orakel wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt jeder ziemlich schnell, wenn er in die Deutung reinhört. Na, wollt ihr nicht? Und kann dann entscheiden, ob dieses Tagesorakel für ihn bestimmt ist oder eher nicht. Denn auch das wird es geben, dass es mal an einem Tag total passt und am nächsten Tag überhaupt nicht. Dafür ist es eben eine allgemeine Legung. Und da muss man von ausgehen, dass es mitunter nicht jeden Tag passend ist. Ja, ansonsten nutze ich natürlich jetzt auch wieder das Mischen, um mich bei euch ganz herzlich zu bedanken. Wie jeden Tag, da werde ich auch nicht müde, weil das ist eure Art der Anerkennung und mein Dankeschön ist dann meine Art der Anerkennung dessen, was ihr mir hinterlasst, sprich, ob es ein Daumen hoch ist, ob es ein netter Kommentar ist oder ob es das Aktivieren des Glöckchens ist, womit ihr dann ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt und dadurch den Vorteil habt, immer über neu hochgeladene Orakel sofort informiert zu werden. Und ja, und für mich ist es halt der Vorteil, ich habe Zahlen vor Augen. Ich sehe, dass derzeit die Abonnentenzahlen steigen. Und das ist natürlich meine Belohnung und macht mich unheimlich stolz und glücklich. Und deshalb bin ich euch dafür auch wirklich sehr, sehr dankbar. So. Jetzt kommen wir noch zu den Lennemore-Karten. Für jede Seite nehmen wir 3 und dann können wir schon mit der Deutung fortfahren bzw. beginnen. So, und wir beginnen mit der Überschrift. Da haben wir den Koala. Geistige Öffnung. Weniger ist mehr. Regeneration und Heilung geschehen im Schlaf. Ruhe und Beständigkeit stellen dein Gleichgewicht wieder her. Ja, wir wissen ja, der Koala ist sehr langsam in allem, in seinen Bewegungen, in seiner Reaktion. Und vielleicht will uns diese Überschrift eben darauf hinweisen, dass auch wir an viele Dinge, die uns durch den Kopf gehen oder die für uns wichtig sind, mit mehr Ruhe rangehen sollten und nicht immer hektisch und gleich und sofort zu einem Ergebnis hinzuarbeiten, sondern
Man sagt ja dieses Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das will uns, denke ich, diese Überschriftskarte hier vermitteln. Wir schauen mal, fangen mit der linken Seite an, was dort die Einhornkarten sagen. Seelenerfüllung. Streben Sie nach dem, was Ihre Seele jubeln lässt. Ja, eine wunderschöne Karte. Man muss sich darüber natürlich im Klaren werden. Was ist denn meine Seelenerfüllung? Was ist für mich so wichtig und so vorrangig, dass ich es unbedingt erfüllt sehen möchte? Das kann nur jeder für sich alleine entscheiden und sagen, das ist mein Weg. Aber wichtig ist, die Einhörner möchten Sie daran erinnern, dass Sie spirituell nur wachsen und wahrhaft und dauerhaft glücklich sein werden, wenn Sie das tun, was Ihre Seele glücklich macht. Es ist an der Zeit, dieses Ideal stets im Auge zu behalten. Die Einhörner werden Ihnen helfen, wenn Sie darum bitten. Ja, und das ist im Grunde genommen, egal wen derjenige, der die linke Seite hier gewählt hat, bittet, um Unterstützung bittet, um seine Wünsche zu erfüllen, das heißt, diese Seelenerfüllung zu erreichen, das bleibt jedem vorbehalten. Aber wenn man da auch mit Ruhe und Überlegung rangeht, dann wird man erkennen, welcher Weg der richtige ist. Und dann wird man auch die richtige Wahl treffen, die diese Seelenerfüllung einem dann bringt. Und das Heilstein-Orakel gibt uns den Aquamarin. Göttliches Lebensziel, vertrauen Sie den Zeichen und Ihrer inneren Führung, die Sie zu Ihrem Ziel geleiten. Ist es nicht traumhaft, wie das jetzt wieder zusammenpasst? Wir haben hier die Seelenerfüllung. Wir haben hier das göttliche Lebensziel. Das heißt, auch hier war davon die Rede, dass du geschützt deinen Weg finden wirst und gehen wirst. Und das ist hier noch einmal unterstrichen. Also egal, was du dir wünschst, was für dich diese Seelenerfüllung darstellt, du bist beschützt, du wirst begleitet. Vertraue darauf. Öffne dich dieser Möglichkeiten, aber mach es trotzdem in Ruhe. Mach es nicht überstürzt, nicht in Hektik. Und die Elfen, Hüterin der Tiere. Ist das nicht eine wunderschöne Karte? Schaut euch das mal an. Hier wird ein großer Fisch von einer kleinen Elfe ins Wasser begleitet, wieder zum Wasser geführt. Auch das kann ein guter Hinweis sein, dass wir im Grunde genommen, die hier die linke Seite gewählt haben, dorthin geführt werden, wo es für uns vonnöten ist. Und hier sagt das Büchlein, nun begegnest du der kleinen Elfe, deren großes Glück es ist, den Tieren zu helfen und dafür zu sorgen, dass die Tierwelt in Frieden und Harmonie leben kann. Auch du hast eine sehr starke Verbindung zu den Tieren. Du findest Erfüllung und Glück, wenn du in der Nähe von Tieren bist und Zeit mit ihnen verbringst. Deine Aufgabe könnte es auch sein, dich für den Schutz und die Rechte von denen einzusetzen, die keine menschliche Stimme haben oder direkt mit Tieren zu arbeiten. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die jeder wiederum für sich sehen muss. Das kann auch für den einen oder anderen die Seelenerfüllung sein, sich den Tieren zu widmen. Ob es jetzt ist, dass du freiwilliger Helfer bist in einem Tierschutzverein,
oder dass du dich für Tiere einsetzt, für die Rechte der Tiere, die ja teilweise immer noch nur als Sache betrachtet werden. Das ist natürlich etwas, was du für dich entscheidest, wie wichtig dir diese Verbindung vielleicht ist. Wichtig ist zu erkennen, egal in welche Richtung deine Seelenerfüllung geht, du bist geschützt und du bist begleitet und kannst da ganz in Ruhe und wirklich mit Überlegung rangehen. Und wir schauen mal, was die Lenormand-Karten uns hier hinterlassen, beziehungsweise dazu sagen. Genau, wir haben das Schiff, wir haben den Turm und wir haben den Schlüssel. Wir sehen hier das Ganze, diese Seelenerfüllung für dich und deine Wünsche setzt sich in Bewegung. Es wird zu einem Umbruch kommen. Mit Sicherheit. Das heißt, alles, was du jetzt in Ruhe angehst, wird dich ans Ziel bringen. Aber die Ruhe ist eigentlich dargestellt, noch einmal, durch das Schiff. Das heißt, das Schiff ist langsam, aber es bewegt sich stetig. Und das bedeutet, dieser Umbruch steht unmittelbar bevor und wird mit Sicherheit durch den Schlüssel dargestellt, zu dieser Seelenerfüllung führen. Und das ist eigentlich unterstrichen, auch nochmal durch den Aquamarin, durch die göttliche Hilfe. Also kann man, egal welche Wünsche und Träume derjenige hier auf der linken Seite damit verbindet, kann getrost davon ausgehen, dass diese sich erfüllen werden, wenn man die Ruhe und die Geduld hat und akzeptiert, dass es sich langsam in Bewegung setzt. Wir schauen, was die rechte Seite uns sagt. Da haben wir bei den Einhörnern Magie. Magie ist überall. Abenteuer und Freude warten auf sie. Ja, mitunter, Magie ist etwas, was wir nicht sehen. Magie ist etwas nicht Greifbares. Wie oft sagt man so, boah, das kommt mir ja vor wie Magie. Das ist so unerwartet, so illusorisch vielleicht, dass man denkt, naja, also ich bin mir nicht so sicher. Aber derjenige, der hier die rechte Seite gewählt hat, der sollte sich sicher sein, dass Abenteuer und Freude auf ihn warten. Und dass wir hier die Aussage haben, wenn sich spirituelle Energien bewegen, ist Magie die natürliche Folge. Die Einhörner aktivieren ständig diese Energien. Bitte sie, sie mit ihnen zu arbeiten, damit sie heute etwas Magie in ihr Leben bringen können. Und vertraue darauf, ich erwarte heute Magie. Also, vielleicht passiert heute bei dem einen oder anderen, der hier die rechte Seite gewählt hat, etwas, wo man wirklich denkt, wow, das war jetzt wie Magie, wie durch Zauberhand, unerwartet und ganz traumhaft, fantastisch eigentlich. Und das Heilstein-Orakel schickt uns den Charoid, spiritueller Schutz. Sie werden behütet und beschützt, körperlich, emotional und energetisch. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen, als dass man wirklich in diesem totalen Bereichen körperlich, emotional und energetisch geschützt ist. Also, auch das ist eine Art der Magie. Dieses Gefühl und dieses Wissen, dass ich so stark beschützt bin.
Und die Elfen haben hier der Wildfang. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die man vielleicht als Kind als Wildfang bezeichnet hat, was so ein bisschen auch für was Rebellisches aussagt, was Rebellisches darstellt. Aber wir haben hier, dieser Wildfang hier ist ganz besonders. Die wilde Elfe begegnet dir heute, um dir zu zeigen, dass in dir eine powervolle Kraft wohnt. Du hast ein starkes Wesen, das nicht eingesperrt werden kann. Deine Seele möchte frei sein und sich entfalten. Du magst es nicht, dich an Regeln zu halten und bist unbezähmbar. Für dich ist es wichtig, authentisch zu leben und auch unsinnige Regeln in Frage zu stellen, damit sich etwas ändern kann in dieser Welt. Ja, das ist das, was ich eben schon sagte. Es ist vielleicht für denjenigen, der hier die rechte Seite gewählt hat, auch so ein inneres Bedürfnis, etwas zu verändern, nicht alles zu akzeptieren, nicht alles widerspruchslos hinzunehmen. Und es ist hier vielleicht dargestellt durch den spirituellen Schutz und durch die Magie, dass du durchaus in der Lage bist, deinen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen und in diese Richtung zu manövrieren und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg. Es ist magisch, du kannst es erreichen. Mach es mit Ruhe, mach es überlegt, aber die Möglichkeiten sind gegeben. Und wir haben hier die Wolken, wir haben das Herz und wir haben die Vögel. Das heißt, auch wenn es alles noch so ein bisschen verhangen und unklar erscheint, nimm das, was dein Herz sich wünscht, was vordergründig für dich ist, nimm es in Angriff, sprich darüber, setze dich auseinander, aber lasse dich nicht von deinen Vorstellungen und Wünschen abbringen. Ziehe diesen Weg durch, den du dir vorgenommen hast. Du bist beschützt und du wirst magisches Ergebnis erkennen. Das heißt, du wirst rauskommen aus der Wolkenschicht. Du kommst in die Klarheit und du wirst mit Liebe erkennen, wie viel dir Gespräche, Diskussionen, Verhandlungen an Positiven eigentlich jetzt einbringen. Vertraue darauf, dass sich Probleme, die sich dargestellt haben, auf magische Weise lösen. Das unterstreichen auch die Lenormand-Karten. Und das ist etwas, ja, wo ich denke, fantastisch, wünschen wir uns eigentlich alle. Und somit entlasse ich euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Alles Liebe für euch, bis morgen!